Ich euch den X600 Hexacopter ein wenig genauer vorstellen. Die Lieferung erfolgte schnell und ohne Probleme. Das Paket kam in einem guten Zustand bei mir an. Der Multirotor ist gut verpackt und wird mit einigem an Zubehör geliefert. Der Flugroboter ist sehr robust konstruiert und in einem sehr stylischen Design verpackt. Die Propeller werden mit Hilfe eines Schrauben am Propellerschaft befestigt und die kleinen Motoren sind gut verbaut im robusten Gehäuse des Copter. Im Zubehör des kleinen Hexacopter finden wir ein Ladegerät, einmal Ersatzschrauben, Schraubenzieher sowie die Sticks für die Fernbedienung selbst und einmal Ersatzpropeller. Natürlich befinden sich auch noch die Propellerschutzvorrichtungen im Paket. Der Akku wird sicher im Rumpf des Copters verstaut und hat eine Kapazität von 700 mA bei 7,4 Volt. Die Fernsteuerung ist für diese Preisklasse sehr gut gelungen. Sie liegt angenehm leicht in der Hand und wird nur mit 3 AA-Zellen betrieben. Sobald der Powerschalter auf On steht, kann man durch einmaliges Betätigen des Gashebels die Fernbedienung an den Copter binden. Die LEDs helfen bei der Orientierung und sind gut sichtbar. Der kleine Hexacopter kann Indoor als auch Outdoor betrieben werden. Die Ladezeit beträgt ungefähr 1,5 Stunden. Der X600 hat ein angenehm ruhiges Flugbild, wobei einiges an Reserven vorhanden sind. Über einen Drehknopf kann festgelegt werden, ob der Copter eher akrobatisch oder sanft reagieren soll. Des Weiteren gibt es auch noch verschiedene Flugmodi. Im Anfängerflugmodus ist der Copter relativ träge, dafür sehr präzise zu fliegen. Leider ist der Hexacopter ein wenig zu schwer, um auf Pflanzen landen zu können. Interessant ist auch der Headless Mode, denn in diesem Modus muss sich der Pilot nicht mehr darum kümmern, wohin der Copter gerade sieht. Das Signal wird auf 2,4 GHz übertragen und ermöglicht somit ein interferenzfreies Fliegen. Ich fliege den X600 ohne den Propellerschutz und ohne das Landegestell und habe somit eine Flugzeit von rund 11 Minuten erreicht. Durch den robusten Aufbau hält er auch den einen oder anderen Crash stand. Im Notfall befinden sich im Zubehör einige Ersatzpropeller. Natürlich sollte der X600 auch in der Lage sein, eine Mobius oder eine ähnliche Keycam zu heben. Aktiviert man den fortgeschrittenen Modus, kann man bei vollem Ausschlag auf der Fernsteuerung einen Salto in die gewünschte Richtung machen. Akrobatische Fluganlagen beherrscht der X600 sehr gut. Der Radius der Loopings ist angenehm klein und der Copter findet schnell wieder in eine stabile Fluglage. So sind auch Loopings in Bodennähe für erfahrene Piloten kein Problem. Insgesamt finde ich, ist er definitiv sein Geld wert und macht jede Menge Spaß.